Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Und ja, es gab mal wieder ein kleines BeamNG Update 0.4.0.5. Und damit haben wir jetzt ein kleines Mod-Menü. Ich habe nie reingeguckt, um ehrlich zu sein. Vehicles, Custom to Rigs, Deactivate, Delete. Okay, kann ich jetzt zum Beispiel die Sachen, das 200BX, also das, ibische 200BX, ja, haben wir ein paar Sachen runtergeladen, ein paar Mods runtergeladen, Erweiterungen mit extra Parts und extra Sachen dafür können wir da deaktivieren, aber das will ich mal natürlich jetzt nicht machen. Wir haben heute auf jeden Fall eine neue Mod und da gehen wir mal auf eine andere Map. Wollen wir gucken, auf welche Map wollen wir denn überhaupt gehen? Wir können dafür auf Sulaco Bay. Gehen wir mal auf Sulaco Bay. Oder Sulaco Bay? Ist gut dafür. Gehen wir einfach mal auf das gute alte Dry Rock Island, das ja bald entfernt wird. Ich denke entfernt. So, und die Mod gibt es schon etwas länger, die wurde mir auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Erst gestern, glaube ich, wieder. Deswegen bin ich auch drauf gekommen. Und ich bin auch schon mal ganz gespannt, wie sie ist. Ihr könnt auch gleich sehen, was es ist, wenn es endlich mal da wird. Und übrigens, bei Kingwin ist gerade ein ziemlich geiles Gewinnspiel. Ihr müsst einfach nur unten auf den Link klicken, da schreibt ihr dann euren Top-Titel für 2015, zum Beispiel Batman Arkham Origins oder Arkham Knight. Also welches Spiel ihr euch für dieses Jahr am meisten, auf das ihr euch in diesem Jahr am meisten drauf freut, so. Und schon habt ihr die Chance, 50€ zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Also einfach nur unten in der Beschreibung auf den Link klicken, gleich den allerersten Link ganz oben. Und schon habt ihr die Chance, dann einen Kommentar hinterlassen und schon habt ihr die Chance, 50€ zu gewinnen. Gut, jedenfalls, was wollen wir tun? Wir haben eine neue Mod, ich weiß nicht, wie die spawnen soll, um ehrlich zu sein. Werden wir dann sehen. Machen wir mal die Handbremse an. Und zwar haben wir, wie immer, die getestet. Downlink ist unten in der Videobeschreibung. Die. Wo haben wir sie? Das war ein Reim. Na, The Pembroke. Wir haben die Pembroke. Jetzt muss es nur erstmal hochkommen. Instability detected. Ja, wahrscheinlich, weil wir im Wasser sind. Okay, ich möchte es erstmal rauskriegen. So. Die Pembroke. Wir haben ein Segelschiff. Ein ziemlich cooles Segelschiff, wie ich finde. Kann man jetzt eigentlich einen Screenshot machen mit dem Update? Oh ne, kann man immer noch nicht. Aber man sieht hier ziemlich gut. Geht auch unter Wasser in coolerweise. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hinten aufsetzen. Weil wir haben halt eben auch nicht. Aber wir gehen natürlich auch in dem, hier im Boden. Geht unser Schiff natürlich auch. Sieht schon ziemlich cool aus. Und das Ganze. Haben wir eine First Person nicht? Oh ja, man sieht wenig. Hier haben wir das nicht. Das ganze Teil funktioniert coolerweise auch noch. Dafür müsste ich jetzt nur schnell den UI-Editor rausholen. Und Add App. Race Counter. Und Counter an App for the Racing. Okay. Da brauchten wir die. Wo haben wir die Map? App. Die Wind App. Naja, jedenfalls so. Gut. Die Wind-App haben wir. Und mit der funktioniert das Teil auch echt. Also können wir zum Beispiel 10 Millimeter pro Sekunde einstellen. Und das war anscheinend in die falsche Richtung. Instability detected, würde ich sagen. Okay, das war also ein bisschen failed. Nicht mehr als 40 Grad soll es haben. Also, ja klar, der Wind muss natürlich von hinten kommen. Das war, nee. Das hatte ich irgendwie gerade falsch gedeutet. Und jetzt wollen wir mal. Jetzt ist gut. Kamera. Hallo. 10 Meter pro Sekunde. Na, jetzt können wir dieses Teil auch hier wirklich fahren. Wir fahren gerade nur durch Wind betrieben, dass sich in unseren Segeln fängt, also auch physikalisch sozusagen berechnet. Das kann man damit wegnehmen. Mit 12 Meter pro Sekunde Wind. Da sammelt sich der Wind hier in unseren Segeln. Der Wind kommt, Segel, und die drücken dann ganz realistisch unser kleines Bötchen bzw. Schiffchen übers Meer. Natürlich können wir auch Kurven fahren. Das ist einfach ziemlich cool, dass sowas hier funktioniert. Wir müssen aufpassen, weil mehr als 40 Grad soll man das ja eigentlich nicht machen. Stoppen wir das mal. Hält sehr schnell an. Mit T hat es auch einen kleinen Thruster. Also damit können wir auch so fahren.
Mal, was passiert, wenn wir schneller gehen? 24 Meter pro Sekunde. Oh ja, ich verstehe. Das verträgt sich da echt nicht so. Da geht's halt kaputt. 12, 14, 18, 20, 24. Müssen langsame Schritte machen. Oh, ah, wir kentern. Wir kentern gleich. Und unsere Pembroke wäre gekentert. Aber dafür ist sie nicht gemacht. Die ist eine relativ unfertige Mod bisher sozusagen. Also was heißt sozusagen, sie ist eine relativ unfertige Mod, aber das ist auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Steuerung E, Spawn New, was nehmen wir da? Nehmen wir mal ein Dinker Blister Compact oder ihr wollt das für den Cobalt, das auch wenn wir jetzt hier nicht groß benutzen. Skid Plates Manual, dann nehmen wir die Student Driver Spawn New. Fällt es wahrscheinlich genau auf unsere. Naja, oder auch nicht. Ach genau, das war jetzt unnötig, das müssen wir ja gar nicht so machen. Hier können wir hier aber rauffahren. Da waren wir jetzt hier, Student Driver natürlich. Das können wir hier auf unserer Pembroke. Auf unserem Bötchen rumfahren auf unserem Schiff. Natürlich schon ganz cool. Oh, da sind wir gegen Oma hingefahren. Was man da nicht richtig sehen konnte. Machen wir mal unsere Handbremse an und wir brauchen natürlich keine Handbremse. T. Fahren wir mal mit unserem schicken Schiff, mit der Pembroke. Stechen wir in See. Weiß noch was mal mit Wind. Linken dabei können wir bei dem Wind auch mit hinter uns die ganze Zeit lassen. Nope, das war zu viel. Ich glaube, da hat sich schon ein Segel verabschiedet unten, ja. Mal. Können wir das vielleicht leicht drehen? Nein, okay, kann man nicht. Ich würde das Dings mal gerne drehen. Jetzt habe ich die aktiviert. Du bleibst da drin. Bisschen nach vorn vielleicht. Na, weiter. Vorwärts nach hinten. Komm. Perfekt. Ah, wir hängen ja immer noch drin, oder wie? Ja. So. Das heißt, wir wollen unser Schiff mal so fahren. Müssen wir jetzt eben kurz den Thruster nehmen. Ich sitze natürlich ein bisschen langsam. Aber ich denke, es ist einfach cool. Ihr müsst euch das jetzt eben mal wirklich so vorstellen, wie es denn ist. Also es ist jetzt nicht einfach so wie bei, ich nehme mal GTA als Beispiel, aber GTA ist dafür einfach ein gutes Beispiel. Bei GTA, das, auch eine Kurve. Ist nicht so, dass wir wie bei GTA hier einfach. Da brauchen wir vielleicht Wind dafür. Für eine Kurve. Geht es nicht beim Verlaster? Nicht. Ach, das wäre ein bisschen zu schnell. 10 machen wir mal. Wir können irgendwie keine Kurve fahren. Jedenfalls. Es funktioniert eben nicht so wie in GTA, dass irgendwo im Code steht, hier nicht einfach, ist ein Schiff, schwimmt auf dem Wasser und, ja, kann vorwärts fahren, wenn man die Taste drückt. Nein, so ist es nicht. Es ist einfach, es schwimmt, weil dieser Bug halt eben mit Wasser, weil da Luft drin ist. Deswegen schwimmt es einerseits. Also ich glaube, es ist deswegen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, wir fliegen schon auf die andere Seite, können es mal ans Ufer bringen, das Boot. Also es schwimmt halt eben, weil es so gesehen auch in echt schwimmen würde. Und es fährt. Es segelt über das Meer, weil sich der See fängt. Weil sich der Wind auch realistisch in den See fängt. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist eben das Faszinierende an BMG. Flugzeuge fliegen ja auch, weil sie Flugzeuge sind. Weil sie wie Flugzeuge gebaut sind. Und nicht, weil es irgendwo im Code steht. Deswegen steht hier auch zum Beispiel unser Covid. Nicht unser Covid. Also, wir sind schon kurz vor Land. Mal sehen, ob das gleich kaputt gehen wird, wenn wir da ranfliegen. Fahren, meine ich. So, und gleich setzen wir auf und klack, na, jetzt. Genau, deswegen fliegt auch unser Seaweta Bowlight, Rockplane schon so. Oh, 14 Meter pro Sekunde. Jetzt immer mehr auf und jetzt können wir an Land, wo wir mal den Wind wegnehmen. Von hinten und 14 Meter pro Sekunde.
runterfährt, unser Schiff. Sind wir noch an Land? Oder haben wir schon. Ja, wir sind wieder, glaube ich, in der. Na, oder? Ne, wir sind auch am Ufer. Deswegen auch die Schieflage. Aber das ist schon arg cool. Das Schiff. Gefällt mir auf jeden Fall tierisch. Hier kann man so ein schickes Piratenbällchen kriegen. Und naja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Downlink natürlich zu dem Mod. Wie immer unten in der Videobeschreibung. Denkt dran. Bei Kinguin, erster Link in der Beschreibung. Einfach raufklicken, kommentieren und 50 Euro gewinnen können. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.